Dargestellt wird das Dreigestirn von der Prinzgarde Rot-Weiß-Gläuel. Alle drei sind Ehrengardisten bei Rot-Weiß und gestellt wird das Dreigestirn zum 25. Jubiläum der Garde und des Offizierskorps. Ich darf sie euch in Einzelne vorstellen. Prinz Volker I., Volker Müller. Der Engel sucht im Spitzen Glück, der andere ist Orion verrückt. Doch jeder nächste Kölsche Schrock, wenn doch nur Elsevier. Und des Weiteren möchte ich Ihnen seine Deftigkeit vorstellen, der Deftigkeit Bauer Heinz Werner Kriech. Und das Schönste, was die Truppe dabei hat, ist Jungfrau Wolga Wolfgang Bilewski. Dafür, dass die Hütten pünktlich angekommen sind und das heißt bei dem Wetter heute was. Es hat ein bisschen Eisregen gegeben, es spielt Platz draußen. Ihr Prinzenführer Harald Müller. Dafür, dass die drei in unserer Jungs sind, haben sie ihre Adjutanten dabei. Der Adjutant des Prinzen, Guido Höschler. Adjutant des Bauern, Frank Tesch. Und Adjutant der Jungfrau, Bernd Steinecke. Ja, schönen Dank, dass ihr da seid. Und lieber Volker, ich darf dir mal das Mikrofon übergeben. Ja, danke schön. Ja, moin zusammen. Hier sind wir natürlich recht besonders gerne hingekommen. Ich habe das gestern schon mal in Gläuel gesagt. Es gibt gewisse Veranstaltungen in der Stadt Hürth, wo ich mich persönlich immer ganz besonders drauf freue. Und das ist auch heute Morgen hier, weil hier trifft man alte Freunde, alte Gesichter, die man lange nicht gesehen hat. Aber hier kann man immer hinkommen. Und herzlichen Dank für euren Empfang. Alte Gesichter waren natürlich nicht der Alfred Tettler. Alfred, du brauchst dich aber nicht angesprochen im Du ja, ja, genau. Ja, durch Schnee und Eis haben wir uns natürlich nicht beeinflussen lassen.
der Weg hierhin hat ein bisschen länger gedauert. Wir sind rechtzeitig losgefahren. Wir haben die Termine, beziehungsweise Harald hat die Termine so geplant, dass wir überall pünktlich sind. Aber wir haben der leckere Biergeruch in der Nase gehabt und unsere Fahrer, der ist schnell gefahren, sodass wir auch pünktlich hier sein konnten. Und wir bedanken uns recht herzlich für diese Einladung heute Morgen hier. Sind natürlich gerne hier hingekommen. Wir werden auch das ein oder andere Bier zusammen trinken. Ich will ja nicht lang schwaden. Wir wollen das ein oder andere Bier zusammen trinken. Ich darf euch unser Motto bekannt geben von der diesjährigen Session. Für 25 Jahre Jahrdekor sind wir die Finalisten. Denn wir drei kommen los. Drehe der Ehrenjahrliste. Ja, auf einen schönen Frühschoppen von der KG Grün Gold dürfen wir ausrufen. Ein Dreimal von Hetze. Glühl. Grün Gold. Effere. Wir sind natürlich nicht mit leeren Händen gekommen. Wir haben ein Bildchen mitgebracht. Ich hoffe mal, die hängen das ein oder andere Bildchen schon. Es wird einen schönen Ehrenplatz kriegen. Das von den drei Gestirn. Ich denke mal, das haben wir noch vor der Session geknickt. Da sind wir noch eigentlich ziemlich normal aus. Jetzt sind wir ein bisschen angeschlagen schon, aber das ist recht gut gelungen. Den Orden von drei Gestirn dürfen wir natürlich auch bereichen. Ja, und ruft aus auf die neuen Ordensträger. Dreh von Hetze, Effere, Gleuel, alle Qualitäten. Viel Spaß, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Selbstverständlich haben wir unseren diesjährigen Sessionsort auch für euch. Den darf ich gerade mal überreichen. Rufen Sie mit mir aus auf unseren neuen Ordensträger, ein Dreifahrers, Efferen. Ja. Robert Gleuel. Ja. Efferen. Ja. Jetzt bin ich wieder hängen. So, aber ich lasse es so jetzt nicht von der Bühne. Wir haben noch ein kleines Schunkeliedchen. Dann wird der eine oder andere vielleicht mit uns singen. Musik, Lars Jung.
Schön, dass ihr gekommen seid. Ich finde immer schön, wenn die Freunde in Dreigestelle aus der Nachbarschaft sich gegenseitig besuchen. Die anderen Vereine besuchen. Recht schönen Dank. So, dann darf ich euch in den Saal entlassen. Mischt euch unter das Wort, habt bei mir mit uns. Dankeschön. So, Ausmarsch bitte.